Ja, da kloppen wir auch schon wieder die Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Medieval Dynasty geht in eine weitere Runde. Wir bauen gerade unsere erste so richtig gute Hütte fürs Dorf. Da wollen wir einziehen mit... Wer heißt sie noch? Haben wir den Namen schon wieder vergessen. Mit so einem komplizierten Namen. Ludgarda. Wollen sie nicht umbenennen. Irgendwas, was man sich merken kann. Vielleicht Shelly. Könnte man sich merken, ne? Aber egal. Ludgarda, mit der wohnen wir zusammen hier im Spiel. Wir wollen umziehen in ein schöneres Haus und dann müssen wir das Haus freimachen für die neue Bewohnerin. Noch ist sie nicht abgehauen, noch steht ein ganz bisschen Hoffnung am Start, dass wir sie behalten. Die ist nämlich unsere neue Holzfällerin und ist gut in der Gewinnung. Muss ich nur erstmal zurechtfinden und so weiter, deswegen ist sie da jetzt noch nicht so. Ich muss erstmal das aufräumen, was der Stanibor da, ne, hinterlassen hat, wie auch immer. Ja, gut, also das machen wir. Dann werden wir erstmal die Bedürfnisse checken. Dann müssen wir gucken, dass die ganze Leinsaat in den Boden reinkommt. Da verspreche ich mir viel von, auch später in der Weiterverarbeitung. Leinsaat mit Flachs, den wir da rausbekommen. Super guter Rohstoff natürlich für Leingarn und so, also für dieses ja, Tau. Die habe ich jetzt mitgesammelt. Bin eh fast voll. Dann würde ich jetzt erstmal zurückgehen und nochmal gucken, ob ich in der einen Hütte nicht doch noch diese tolle Axt irgendwo am Start habe. Das können wir nachher auch über die Verwaltung prüfen. Stück für Stück lernt man ja im Spiel dazu und kommt dann immer ein bisschen besser zurecht. Ich habe natürlich wieder vergessen, dass ich jetzt erstmal selber schnell ein paar Bretter herstellen muss. Ah ne, jetzt ist sie weg. Okay. Ja, hat also einen Tag zu lange gedauert. Oder na, nicht mal einen Tag, ein paar Stunden einfach. Sieht aus wie Sons of the Forest oder Rust. Das ist ein bisschen, also als Sons of the Forest ist deutlich jünger, das Spiel würde ich behaupten. Mit Evil Dynasty gibt es schon ein bisschen länger. Aktuell nur ein Singleplayer, aber soll auch irgendwann als Multiplayer-Titel vorhanden sein. Wäre auch cool, ne? Wenn man dann mehrere Dörfer eben hat und da richtig große Dörfer noch bauen kann. Ich habe schon Probleme mit meinem kleinen Dorf hier. Ja, wir müssen uns wieder eine Partnerin suchen oder eine weibliche Verstärkung fürs Dorf, die in der Gewinnung gut ist. Wenn wir überwiegend weibliche Dorfbewohnerinnen haben und nicht so viele männliche mit weiblichen in Häusern paaren, dann wird sich unser Dorf ja auch noch nicht unkontrolliert vermehren. Ne? Das können wir später immer noch, wenn wir gut aufgestellt sind, finanziell hier durch Landwirtschaft und so weiter und so fort, einfach und auch durch Produktion viel Geld verdienen. Können wir immer noch sehen, dass wir Männchen, Weibchen eben in Häuser reinkriegen und viel Nachwuchs kriegen. So, jetzt müssen wir ein bisschen noch Brennholz herstellen. Dann müssen wir oben erstmal gucken, was ist das alles, was fehlt denen schon wieder, Messer und so weiter. Jetzt ist sie ja eh weg, ne? Jetzt haben wir nicht mehr den kompletten Zeitdruck. Jetzt können wir erstmal wieder gucken, dass wir oben die Werkzeuge haben, die wir brauchen. Und wir haben natürlich jetzt auch keinen Holzfäller mehr am Start, ist auch logisch. Gut. Also lass mal kurz abchecken, was wir brauchen in der Verwaltung. Also machen wir erstmal das schnell, das Brennholz in den Materiallager. Ich denke, für kurz oder lang werden wir auch ein weiteres Materiallager auf der anderen Seite bauen, damit wir nicht jedes Mal so weit laufen müssen. Das ergänzt sich dann, ja. Ach ne, B für Brennholz ist ziemlich weit oben. Hier habt ihr schon mal Brennholz. Dann geht der Bedarf gleich weg. Da ist er schon weg. So schnell kann es mal gehen. So, dann gucken wir mal. Brunnen haben wir nicht, Holzschuppen haben wir nicht mehr. In der Jagd. Fischerhütte. Jagdhütte braucht wieder Messer. Gut, dass wir alles hier gerade reingetan haben an Stein und an Böckern. Ja, ein paar Messer sind ja schnell gemacht, ja, kein Problem. Aber in der Jagdhütte?
Einfach gucken. Er arbeitet jetzt noch in der Jagdhütte. Hatten wir den nicht zum Fischer gemacht? Weil wir erstmal genug Fleisch hatten. Ein paar Partyhütchen, danke dir. Ebenso, Partyhütchen, danke fürs Reinschalten. So. Doch, Blanka wo? Ach ja, Blanka arbeitet hier noch. Kupferpfeile. Wieso haben wir so viel Kupferpfeile? Die werden natürlich wahrscheinlich 35 Schaden. Ein bisschen besser als unsere Holzpfeile, oder? Oder Steinpfeile? Ja, deutlich besser sogar. Ja, wenn wir denn demnächst auf Bärenjagd gehen, fühle ich mich mit Kupferpfeilen, glaube ich, etwas sicherer. So, aber ich wollte ein paar Messer hier reintun, ne? Darum geht es jetzt. Deswegen sind wir hier. Gut, die haben wir schon mal wieder länger glücklich. In der Näherei, aber da haben wir doch gar nichts. Landwirtschaft. Kann sein, dass die Fischerfrau schon wieder eine Menge Bedürfnisse hat. Fischspeer, Haltbarkeit 4,1 von 20, Messer, Werkzeuge. Steinmesser ist ja noch eins. Nicht gebaut. Also das ist das, was wir gerade bauen, ne? Das einfache Haus. Dann sind auch einige schon ganz schön kaputt hier mit 80%. Über Brunnen haben wir ja gar nicht mal einen Arbeiter, der uns Wasser holt. Holzschuppen haben wir gar keinen Arbeiter. Weiter wird er auch nicht. Jagd scheint gut zu sein. Landwirtschaft. Scheune haben wir keinen Arbeiter. Produktion. Eigentlich haben wir nur in der Küche eine Arbeiterin. Aktuell kannst du Hülsenstrohfrucht da verkaufen. Langfristig ist angedacht, das auch in die Textilproduktion reinzubringen, weil wir haben nachgelesen und Hülsenfruchtstroh wird teilweise eben auch für Strohhüte oder Strohmatten oder irgend sowas verwendet. Werden wir da auch irgend so eine Verwendungsart in dem Bereich machen. Hier fehlen noch. Ist nicht mehr viel. Also wir schaffen das heute noch. Messer einfach ins Lager legen, ne? In größeren Mengen vielleicht, okay. Bogen, aber hier ist immer noch kein Holz an. Ne, wir haben ja, also hat sie auch nicht geschafft mehr. Holz, was sie sich organisiert hat, hat sie wohl dann selber verschwinden lassen. Ach stimmt. Ich wollte gucken, ob wir die Eisenachs noch finden. Lange. Geht auch ordentlich Schaden und so weiter, ne?
Das ist der Axt. Was hier noch drin? Holzschaufel, Holzschaufeln, Holzschaufeln, hölzerne Pfähle, Weidekisten. Wir wollen jetzt fertig werden, ne? Mit der Hütte. Die ist sogar noch richtig gut vom Zustand. Da sind nur noch drei Schläge, dann ist so ein Bäumchen erledigt. Ja, deswegen, es lohnt sich auch manchmal ein bisschen über die Karte rumzukommen, ne? Ein bisschen die Quest zu verfolgen, weil man dann an unterschiedlichen Orten vorbeikommt. Und da manchmal ja doch wieder diese Lager sind, die man überfallen kann. Gleich mehr Spaß, ne? So eine Eisenaxt. Gut, falls uns später der Bär zu nahe kommt, sollen wir mit der Eisenaxt mal draufschlagen. Also hier würde ich ein Feld nochmal machen, in die Richtung, so weit wie geht, ne? Haben wir hier daneben aber nochmal ein schönes Feld. Der hat auch schon gut was angepflanzt. Sehr, sehr schön, sehr viel sogar. Alles Leinsaat, ne? Unser großes Leinsaatfeld hier. Da bestimmt. Der macht sich. Der Stanibor. Und kein Material. Guck mal, er hat noch Hacke, Säckchen und Sichel, aber er hat halt kein Material mehr. Material heißt einfach, ihm fehlt irgendwas wohl im Bereich. Ansaat. Wenn du zu nah kommst, hast du ein Problem. Mit den Bären. Er muss wahrscheinlich echt aus weiter Entfernung abschießen, ne? Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel Power so ein Bär hat und wie lange der mich verfolgt dann und so weiter und so fort. Also ich glaube, bevor wir Bärenjagd machen, sollte ich vorher speichern, ne? Wenn wir den Bären entdecken und den angreifen wollen, Sicherheitsspeicher lieber. Besser ist. Ja, Prost. Danke fürs Einschalten. Schleppen wir jetzt mit uns rum. Dann noch Platz für ein Bäumchen. Aber wir definitiv genug auch normales Holz haben fürs Haus. Ob ich dann nachher so ein bisschen langgezogene, schmale Felder mache. Eine Überlegung, wo man sagt, okay, das ist jetzt unser Zwiebelfeld und hier ist dann unser Leinsaatfeld, haben wir schon, das wird unser Weizenfeld, haben wir dann und dann was halt sonst noch so fehlt. Aber auch aktuell jetzt leider kein Geld, um ganz viele neue Setzlinge noch zu kaufen. Auch, musste sein, ne? Letztes Stück. Wir haben genug Material mit, glaube ich. Dann ist das Haus fertig und wir können umziehen.
So, Baumeier, Chefhütte hier. Hier möchte ich einziehen. Stein und Schindeln. Ein schönes neues Haus. Schick, oder? Ist eigentlich dieses, könnte ich jetzt wieder rüber auf die Insel und wieder den, da haben wir schon mal einen Schatz ausgegraben. Ist sowas auch, kommt sowas in unregelmäßigen Abständen wieder? So, ich möchte hier wohnen. Also Ludgarda darf hier wohnen. Und ich möchte auch hier wohnen. Dem Spieler zuweisen. Das Haus zugewiesen, Razimir. So, jetzt wohnen wir hier zusammen, ne? Achso, doch nicht. Ludgarda, jetzt aber, oder? Hä? Wo wohne ich jetzt? Kann ich noch nicht mit ihr zusammen wohnen? Ich möchte da auch wohnen. Das ist das andere Haus. Das ist das, was irgendwie eh zu weit weg ist. Einfaches Haus. Fat Home. So, Fat Home. Dem Spieler zuweisen. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Wir wohnen hier. Razimir. Erst wenn wir zusammen sind tatsächlich. Na gut. Dachte ich, ich wohne die ganze Zeit mit ihr zusammen und dann funktioniert das gar nicht. Ups, habe ich wohl nicht gut gewusst. Kein Material. Mal kurz in die Felder. Feld 1. Ungepflügt, unbesät. Ach ja, das ganze Roggen nicht. Ah, das müssen wir machen, ne? Ja, guck mal, richtig schön viel Leinsaat. Wir haben natürlich nicht mehr gekauft. Ist ja auch in Ordnung. Das gefällt mir aber gut. Dann würde ich jetzt noch ein neues Feld anlegen. Nee, wir müssen erstmal selber was trinken und essen. Gebratenes Fleisch, das läuft bald ab. Können wir aber noch gut essen. Ganzen Karotten laufen bald ab. Kohlsuppen gehen gut weg. Pilzsuppe auch. Roggenfleisch hängt schon ein bisschen rum. Nur so nah sind die Pilzsuppen jetzt auch nicht. Aber hier ist genug Auswahl, auch vom Fisch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Leute haben zu essen. Die können ja ihre, auch auswählen. Die können ihre Fähigkeiten ja auch verbessern, ne? Nochmal waschen. Müssen wir mal mit Ludgarda noch mal ein bisschen schnacken. Wir müssen ein Haus freikriegen. Die wollen ja aber schon bei uns wohnen hier. Blanka, Ludgarda, Erika. Und er hat halt einfach keinen Gegenstand Weizenkorn mehr, um noch weiter anzupflanzen. Da steht es jetzt zumindest auch. Dann weiß ich zumindest auch mal, woran wir sind.
Ja, aber das, ich weiß nicht, warum mir das die ganze Zeit angezeigt werden muss mit dem Boden, mit dem Wasser. Brauchen noch ein paar mehr Eimer. Die Eimer verschwinden ja auch meistens irgendwie. Im Frühling, warum verbrauchen die so viel Brennholz? Aber ist auch klar. Müssen wir auch wirklich sehen. Müssen wir dann doch vielleicht noch irgendwie Männchen dazu organisieren. Nur mit Frau und Mann können ja wohl scheinbar zusammen wohnen, sofern auch, ne? Wir können zwar nicht, aber die können das wohl. Auch wenn die sich noch nicht vertragen. Ach, hier sind leere Eimer, ne? Guck mal, drei leere Eimer sind hier auch am Start. Könnt auch Brennholz so herstellen. Auch gar nicht das da machen, aber es geht vielleicht schneller, oder? Schön war es auch nicht. Kann man nicht in der Nähe von ein Bärenjagdgebiet einfach ein kleines Haus bauen und aus dem Haus heraus auf die Bären schießen? Dann sind wir doch safety. Wahrscheinlich wieder irgendwas, ne? Oder ist das noch genug? Repariert er erst, wenn er halt weniger ist als das? Ja, 24 Brennholz, das reicht dann. Oh, oben, der Bedarf ist weg, warum auch immer. Ja, 8 Stück, 32 Brennholz, das reicht erstmal, glaube ich, bis zum Winter hoffentlich. Ja, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir jetzt ein bisschen Geld zusammenkriegen, also Sachen, Waren, die wir in der City verkaufen können. Roggen können wir auch alles noch ausdenken, ne? Müssen wir gleich mal in die Scheune. Also wir müssen irgendwo das Roggen suchen, das ist wahrscheinlich auch ein Materiallager. Dann müssen wir in die Scheune das ausschlagen. Und dann können wir auch Roggen, hier Brei und so, in die Küche mit aufnehmen. Zentral, also sage ich schon Zentrallager. Unser Warenlager ist auf jeden Fall nicht zentral genug. Ganz viele Pilze. Hefe, Brennholz schon wieder, ne? Wie vorhin, das hier oben. Dann haben wir noch ein paar Bretter. Wird mir hier erstmal mit reingepackt, damit wir wissen, wo sie sind.
Holzbolzen brauche ich erstmal nicht mehr, ne? Weil ich keine. Keine solche mehr habe. Bringt aber auch fast nichts. Das bringt ein bisschen Gesundheit her. Also kriegen wir auch durch Schlafen dann. Oh, ich wollte gucken im Warenlager, war da Roggenkorn drin oder hat er das in die Feldscheune oder wo ist es gelandet? Weil er hat doch schon geerntet. Rottensamen haben wir relativ viele. Habe ich aber Kohlsamen haben wir hier noch. Reinsamen. Hier ist der ganze Roggen. Na, die machen sich ab selber das Feuer an, die Dorfbewohner. Das ist doch nett. Noch mal eine zweite Bank irgendwann bauen. Ja, da wollen wir natürlich auch irgendwann Arbeiter haben, ne? Aber die ganzen Arbeiter wollen auch gefüttert werden und ich weiß nicht. Ein bisschen was müssen wir noch selber machen. Das machen wir jetzt noch ein bisschen. Wir sind eher am Ende der Folge. Das passt ganz gut. Lassen wir bis zum nächsten Kloppen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.